Hallihallo, liebe Zuschauer. Klischees sind da, um bestätigt zu werden. Aber auch Männer mögen einen guten Duft. Hallihallo, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Wir machen heute mal was ganz anderes. Wir stellen euch heute mal keinen Film vor und auch kein Hörspiel, kein Buch, keine Serie und wir machen auch keinen Quatsch. Nein, wir sind unter die Influencer gegangen. Na. Nein, sind wir auch nicht. Kann man so nicht sagen. Aber es ist Folgendes. Wir haben jetzt ein Päckchen bekommen, wo zwei Duftkerzen drin waren. Und dabei waren die Duftkerzen für den Papa und nicht für die Mama. Naja. Nix, naja. Das hier sind Duftkerzen, die ausschließlich für Männer produziert worden sind. Weil Männer mögen auch gute Düfte, ziehen aber den Duft von Bourbon auf jeden Fall den Maiglöckchen vor, würde ich mal sagen. Ja? Und auch wenn meine Mama hier sehr gerne mal einen Bourbon trinkt und auch den Duft von Bourbon liebt, genau wie von Grillfleisch oder von Mokka oder von Mojito oder halt typisch männliche Düfte. Und deswegen hat sie auch diesen Bär von einem Mann geheiratet, der hier sitzt. Und sie versucht gerade das Lachen zu verkneifen. Naja, auf jeden Fall haben wir von der Firma Extra Goods, Extra Gut. Goods, Gut. Mit zwei Goods O, ja. mit O, also Goodies, ja? Genau. Also Extra Good und nicht Extra Gott, also keine Götter, sondern ja, Goods, Goodies, Geschenke. Also Geschenke für den etwas anderen Anlass oder generell Geschenke, die mal etwas Besonderes sind, jenseits von dem, was man kennt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Gesundheit, mein Schatz. Sind diese Duftkerzen hier von der Idee her etwas richtig Tolles? So, ich sag das nur, wir haben die geschenkt Ja, bekommen, dies, ja? ja. Und trotzdem steht hier oben jetzt Dauerwerbesendung, weil ja, wir machen ja mehr oder weniger Werbung dafür, kriegen das aber nicht bezahlt. Wir machen das, weil wir uns so gefreut haben, dass wir diese Kerzen bekommen haben und weil ich die Idee dahinter einfach geil fand, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir haben uns dann natürlich auch ein klein bisschen informiert. Diese Kerzen hier, die sind aus, ich muss mal selber Ich lese nachgucken mal oder ab. lies es mal vor, Die genau. sind stearinfrei. Das Kerzenwachs ist stearinfrei aus pflanzlichem Ecosoja. Das heißt, soweit wie ich das mir angelesen habe, Stearin ist ein Gemisch aus pflanzlichen und tierischen Ölen und Fetten. Und das hier ist vegan. Finde ich geil. Barbecue, aber vegan. Ja, veganes Barbecue Ja, genau, mein Humor. und wir haben hier veganen Whisky. 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 So, Yeah. ah, geil, ja. Ja, also die Kerzen werden in Deutschland aus Ecosoja-Wachs und zertifizierten Parfümölen hergestellt. So, haben eine Brenndauer von circa 40 Stunden. Das sind fast 2 Tage. Oder? Ich habe jetzt mal auch mehr. Man hat die Kerze ja nicht dauerhaft brennen. Ja. Ja, ist ja nicht so, dass er macht die Kerze an Wenn man und sie sagt, dann jeden ist Abend die anmacht, so zwei, drei oder Stündchen oder ja, was. also ich habe So. jetzt mal noch 5 Stunden getan, hochgerechnet, dann sind es 6, 7. Du hast die Kerzen wirklich 6 Stunden abends an, oder? Die Lampen. Du hast die Lampen abends 6 Stunden an. Ja, also man könnte jetzt ja sagen, Mensch, man setzt sich mit Kumpels zusammen, ja, macht sich so eine Duftkerze an, die nach Whisky riecht oder nach Barbecue und dann guckt man sich Bud Spencer-Filme an. Ja, Finde ich zum Beispiel super geil. Für den Herrenabend ist genau, das für den genau das Richtige. Herrenabend und genau. Und vegan ist es auch noch. Und Ja. wird in Deutschland hergestellt. Auch schön, auch schön. So, Also 40 Stunden, da hat man was von, wenn man immer so zwischen 2 und 5 Stunden die Kerze brennen lässt, ne? jetzt ist natürlich die Frage, was kostet der Spaß? Haben wir auch mal nachgeguckt. Also diese Kerzen würden 16,95 € pro Stück kosten. Nee, das sind andere Kerzen, das sind die Weihnachtskerzen. Ach, es gibt auch Ja. Weihnachtskerzen. Die riechen dann halt für Männer auch nach Weihnachten. Ich frage Ja. nur, wonach, das weiß ich jetzt Nee, auch ich habe das nicht. soweit. Zimt, Bratapfel, Ja. Lebkuchen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das sind nicht wirklich typische Männerdüfte, würde ich sagen, aber das stellen die auch her. Also die stellen ja nicht Genau. nur Extra Goods, stellt ja nicht nur diese Kerzen her. Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander, ist ja aber eigentlich auch gar
nicht so schlimm. So, viel wichtiger ist natürlich... Es geht jetzt auf jeden Fall erstmal um diese Kerzen. Um diese Kerzen, genau. Diese Männerkerzen. Hier steht auch noch was drauf. Ich halte das einfach mal ein bisschen in die Kamera, dann könnt ihr die, da... Die Vorsichtshinweise, wie man mit den Kerzen, umgehen soll. Also hier steht, wenn ich das richtig sehe, nicht für Kinder und nicht für Haustiere. Also Kinder und Haustiere alleine bitte nicht. Genau, soll man das fernhalten. Und ja, auch wenn ihr die Kerzen anzündet, bleibt bitte da gemütlich im Stuhl davor sitzen und verlasst nicht den Raum. Ich denke mal, auf Toilette gehen wird da erlaubt sein. Oder Bier holen. Schnell ein Bierchen holen und wiederkommen. Ich denke, da ist die Gefahr klein. Ich sag mal so, wenn die Kerze dementsprechend aufgestellt wird, dass sie halt eben nirgendwo Feuer fangen oder Feuer auslösen kann. Also außer innerhalb des Dochts. Genau, innerhalb des Dochts, nur halt eben außerhalb nicht. Ich gehe mal davon aus, da ist eine kleine Pipi-Pause oder auch was Größeres durchaus erlaubt. Ja. Und das Schöne ist, wenn man die auf dem Klo hinstellt, ja, dann riecht es da nämlich nicht mehr nach dem Größeren, sondern nach Whisky oder nach Barbecue. Naja, gut. Also das in der Theorie. Ihr seht, die sind noch eingepackt. Wir haben die noch gar nicht aus der Verpackung genommen. Das machen wir aber jetzt. Ja. Und das, ja, ihr seht schon, das ist nicht mein Schweizer Offiziersmesser, sondern das ist Mamas Zwiebelmesserchen. Nein, das ist ein Keramikmesser von der Mama und das darf die Mama auch benutzen. Die ist gerade schon mächtig so aufreißt. Ich sehe es schon, die hätte gar kein Messer gebraucht. Naja. Ja, die Becky, die reißt alles auf wie ein Tier. Die ist mehr Mann als ihr Mann, könnte man sagen. Und riechst schon was? Riechst schon was? Oh doch, ich rieche das bis hierher. Ich rieche das bis hierher. Oh. Das riecht deftig nach Barbecue. So. Barbecue. Nichts mehr auspacken darf ich. Ich stehe ja total auf Barbecue. Ihr auch? Also, oh, ohne Scheiß, mir läuft jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob das die Vorstellung ist oder schon der Duft dieser Kerze. Auf jeden Fall. Oh, schön ist er auch noch. Guck mal hier. Das ist wirklich, ich denke mal, made in Germany bei extrachoice.de. Da steht jetzt extrachoice.de. Ja, extrachoice, nicht extra goods. Vielleicht ist das noch, keine Ahnung, irgendwie was Älteres oder ist es aber auch. Nee, ist das schon scharf? Ist ja schon scharf. Also wir haben hier dieses Muster drauf. Und hier, oh geil. Das ist auch schön, ne? Hier, Oldschool Bierflaschenverschluss. Also, ich habe mir das wohl nur. Unten ist noch ein Deckel drauf. Ja, dann könnt ihr das wieder verschließen. Schön. So, dann mache ich mal auf. Ja, ich bin ja, okay, mach du mal. Du wolltest, ne? Du wolltest, wenn es jetzt Thunfisch wäre, müsste ich sowieso kommen. Oh! Oh! Mächtig! Wow. Oh. Oh. Das ist. Meine Fresse! Das ist pervers! Das ist pervers! Das ist nicht pervers, das ist geil! Ja, pervers kann auch geil sein! Oh. Also, das riecht richtig. Oh! Das riecht, als hätte man eine Dose mit Barbecue-Pulver aufgemacht. Barbecue-Pulver, ja, so riecht das. Ja. Riecht so, riecht rauchig. Jetzt auch nicht irgendwie nach McDonald's. Genau, nein. Rauchig. Es riecht sehr rauchig. Es riecht geil. Auf jeden Fall was ganz anderes, ne? Wow. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie lange hält der Duft? Und wenn ich das anzünde, ob das dann auch normalerweise müsste es ja genauso riechen und sich dann im Raum verteilen. Aber das ist auf jeden Fall mächtig geil. So, wir machen das mal an. So, wir lassen das jetzt auch mal ein bisschen brennen. Wir lassen dieses Kerzchen brennen in Gedenken an schönere Zeiten, wo wir uns mit Freunden jetzt im Garten treffen könnten. Oh, da steht es auch drauf. Wo wir uns jetzt im Garten mit Freunden hinsetzen könnten und ein paar Spareribs auf den Grill hauen. Ja. Oder auch ein paar schöne Nackensteaks. Das riecht auf jeden Fall so, wie man sich ein gutes Barbecue wünscht. Ja. Ja. Und ich bereue gerade eben, was ich für heute Abend zum Kochen ausgewählt habe. Ja. Ja, aber so ein schöner veganer Laucheintopf ist ja auch lecker. Bist doof. Wird es hier natürlich nie geben. So, also das wäre dann Kerze Nummer 1, Barbecue. Jetzt kommt es schon an den... Das riecht wirklich geil. Wow. So, und dann packe ich mal die zweite Kerze aus. Ich muss jetzt sagen, ein bisschen zur Seite. Das riecht sehr stark. Es riecht auch sehr gut, aber anders. Es ist jetzt also nichts... ich kann mir das sehr gut vorstellen bei einer Party, aber jetzt abends uns zu entspannen, weiß ich nicht, ob das das Richtige wäre. Nee, das nicht. Ich glaube nicht. Man kriegt da Hunger. Ja, ich glaube nicht. So, jetzt also zumindest bei Barbecue. Jetzt packt er gerade dann den Whisky aus, auf den ich mich so gefreut habe. Ja, und ich habe mich aufs Barbecue gefreut. Hier kriegt keiner, was er will. Ach, das riecht sehr nach Pappe.
Also so schaut das Whisky-Düppen aus. Wenn man es rumdreht, kann man es auch lesen. So, und auch hier haben wir wieder diese. Ja, aber was kostet die denn jetzt? Wenn die Ja, die jetzt, kostet wenn die jetzt, 14,95. ach, da oben steht sie auf Ja. 14,95. Ja. Jetzt denkt man, okay, 14,95 ist natürlich ein anständiger Preis für Ist die ein bisschen Kerze. teurer als die normalen Duftkerzen, die man im normalen Supermarkt oder beim großen schwedischen Möbelhaus bekommt. Aber Aber es gibt noch andere Duftkerzenvariationen und die sind ungleich teuer. so, erstens das Teurer. und zweitens, ja, die Kerzen, die ihr für kleineres Geld bei besagtem buchstabigen Möbelhaus bekommt, die riechen nach Vanille oder nach Rose und das kennt natürlich jeder, das ist nichts Besonderes. Das hier, der Geruch nach Whisky und nach Barbecue, das zieht mächtig herüber. Das zieht echt, das ist Ich glaube, wir switchen das Abendessen nochmal um. Das Fleisch wird anders mariniert. Das geht auf jeden Fall, das ist ganz, ganz Oh, geil. extrem im Duft, aber jetzt nicht irgendwie aufdringlich oder so, Nee, finde ich. Die nee. steht jetzt mal hier so einen guten Meter von uns Nee, weg. nee, das sind 50 Zentimeter, mein Schatz. Ja, Das und das sind sind 20 50. Zentimeter. Das sind 50 Zentimeter, also definitiv kein Meter. Kein Meter. Nein, ist eine Armlänge. Okay? Ah, eine Armlänge. Da Ja, wir kennt die sind. Mama sich mit Armlängen. Ich war nicht am Kölner Hauptbahnhof, aber mit Armlängen kenne ich mich aus. So, Das ist boah, was gut, riecht das das ist gut. gut. So, und jetzt nehmen wir Oh. mal das hier. Ja, und da muss ich ganz Da ehrlich freue ich sagen, mich drauf. Ich das mag ist Whisky. etwas, wo ich mich auch wesentlich mehr drauf freue als auf Barbecue. Doch, ich finde den Duft von Whisky angenehmer als den Duft von Barbecue. Also bei Barbecue, da hätte ich jetzt auch ein bisschen Honig noch oder sowas. Also so Bei etwas Barbecue? süßer. Ja klar, hier so eine Ach schöne so. Honigmarinade. Also das da riecht schon sehr würzig. Ja. Sehr angenehm auch, also nicht Ja. übertrieben oder so, aber Barbecue hätte ich jetzt, in meiner Vorstellung war das was anderes. Kann natürlich sein, wenn die länger brennt, dass die dann auch ein bisschen was von diesem, von dieser Schärfe verliert. Ja? Ja, verbrenn mich. Das ist das, ne? Dieser Mann ist so Riecht der, riecht anstrengend. gut. So, und jetzt ziehen wir mal, magst du die denn öffnen, wenn es schon Whisky ist, ja? Jetzt wissen wir nicht, ist es Whisky oder ist es Whisky oder ist es Bourbon? Oh, oh, also das riecht richtig geil. Also das riecht richtig geil. Da kriege ich gerade hier ein feuchtes Höschen. Da kriege Mein ich Gott. wirklich ein feuchtes Höschen. Meine Also, Fresse. boah, das mega. Gib mal. Meine Güte. Oh, Das riecht wie guter Whisky und das riecht nicht. richtig. Das Ja. riecht richtig gut. Hier ist Boah. auch so eine gewisse Süße mit drin, Ja, finde ich. das ist das, was dir beim Barbecue Genau, das ist gefehlt das, hat. was. Also das könnte ich mir Boah. vorstellen, das würde ich mir abends auf jeden Fall auch hinstellen. Ja. Ja, das Ja. Barbecue weiß ich nicht. Wie Ist gesagt, das mir zu Barbecue, extrem. das macht eher hungrig, das entspannt mich, aber Aber das da? das ist super. Das ist. Boah. Oh, das riecht nicht so sehr nach Whisky, das riecht mehr nach Baileys. Genau, das riecht nach Baileys Likör. Also nach einem Whisky-Sahne-Likör riecht das. Ja, Wow. auf jeden Fall. Also das ist richtig, richtig geil. Ich glaube, Also jetzt ist es das ist von super. Vorteil, dass wir weder großartige Douglas-Gänger sind und auch nicht rauchen. Ja. Weil unsere Nasen, die sind relativ frei. Jetzt müsste man natürlich. Das ist super. Das ist mega Ja. geil. Also das hier ist richtig Knaller. Das, was wichtig ist, auch für eventuelle Allergiker unter euch. Oh, ich bin ja Allergiker. Ich bin ja gegen alles Genau. allergisch. Also bei mir ist, sobald irgendwie ein Duft ist, ein Parfüm, außer Deo. Deo kann ich vertragen, Aber auch nicht alles. auch Und nicht alles. Duftkerzen normalerweise auch nur die Nein. von dem großen schwedischen Möbelhaus. Ja. Aber das hier riecht richtig. Boah, das würde ich mir sogar abends ins Schlafzimmer stellen, weißt du? Das ist richtig, das macht mich auch richtig wuschig. Oh, pardon, die Kamera läuft ja noch. Jetzt gleich wird dieses Video Zensiert. eine Altersbegrenzung bekommen. Aber hier ist kein Whisky drin, ne? Ist jetzt eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ist da Nee. Whisky drin? Nee. Wie schaffen die es, diesen Duft hinzukriegen? Die Aromen sind zertifizierte Parfümöle. Zertifiziertes Parfümöl, meine Genau. Herren. Jetzt kann ich natürlich nicht Ja? sagen, ob das trotzdem allergisch macht oder nicht. Also ich So, sage, ich lass komme hier, uns. ich kriege. Nee, 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 nee. Ich kriege hier gar nicht. Ich kriege die Nase hier nicht raus. Das ist so geil. Ohne Quatsch. Also das hier, ich sag's nochmal, Man's Taste Whisky von Extra
Gods, Goods, Goods. Obwohl, nee, das hier ist extra God. Muss ich wirklich sagen, extra. Das ist mega. Das ist Hammer. Das ist echt der absolute Knaller. So, alle weiteren Infos findet ihr unten in der Infobox. Und ja. Lass mich mal dieses, ja, dann vermischen sich die Düfte. Ja, dann, wenn du das anmachst, dann mach ich mal. Da hat ja keiner was davon. Das ist wohl wahr. Ja, außerdem, nee, ich gebe dir den nicht. Oh, also hier nochmal. Wenn man da das Näschen kurz drüber hält. Ja. Also ich gehe mal davon aus, der Geruch ist jetzt hier im ganzen Raum. Ja. Wir könnten die Kinder mal rufen. Man wird ja geruchsblind. Nee, die Kinder rufen wir jetzt nicht. Wir wollen die nämlich auch noch was vom Braten abhaben. Ja, genau. So weit kommt es noch. Dann mache ich das jetzt mal aus. Also wenn du die Kerze anmachst, ne, dann kannst du im wahrsten Sinne des Wortes sagen, ich habe den Braten gerochen. Das ist wohl wahr. Das riecht richtig geil. Das aber, riecht wie richtig gutes Barbecue. Aber ja. Mein Favorit ist hier Whisky. Mega. Also das ist richtig mega. Oh. Ich hole mir jetzt auch einen Baileys. In diesem Sinne... Halt, wir müssen das dann noch anmachen. Ich will das mal anriechen. So. Aber was willst du denn anriechen? Das, so, das ist jetzt aus, hier, da. Das riecht aber trotzdem immer noch... Ja, ich weiß, krebserregend, ja, ist okay, aber... Ist übrigens cool. Das wollte ich eben noch sagen. Wenn ihr das auf die Toilette stellt, ja, das generell Kerzen auf der Toilette. Ja. Ich habe ja immer Kerzen auf der Toilette stehen, damit das flauschige Toilettenpapier es richtig schön gemütlich hat. Also zumindest bis der schmutzige Teil des Jobs beginnt. Und deswegen, nee, auf die Toilette ist das viel zu schade. Ja. Viel zu schade. Ja. Aber das ist auf jeden Fall mega geil. Ich mag auch dieses Runenmuster hier vorne drauf. Sind das Runen? Nein. Ja, dieses Tribal oder wie das... Schlag mir die Scheibe ein, mein Freund. Das tut mir noch weh. Also so sieht sie aus, wenn sie brennt. Ist ja auch schön. Ne? Gibt ja auch Kerzen, die brennen so richtig fies. Habe ich auch schon gesehen. Ja. Die sehen richtig kacke aus, aber es brennt auch gut. Guck mal, das flackert auch nicht so. Also das habe ich eben schon so aus der Entfernung gesehen. Es gibt ja so Kerzen, die blablabla. Aber das da flackert nicht. Ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob diese Kerzen da auch weniger rußen. Ich bin da kein Profi. Ich bin da kein Experte drin. Und wenn ich ehrlich bin, das interessiert mich auch. Und wir sind ja auch keine Influencer. Nee, wir sagen nur, was wir cool finden. Ja. Und hier muss ich sagen, finde ich mega cool. Ja. Der Geruch wird auf jeden Fall etwas dezenter, wenn es brennt. Kann natürlich auch sein, man wird ja auch mit der Zeit geruchsblind. Aber das hier... Der Geruch von dem Barbecue, der war auch, als die Kerze an war, der war auch dann dezenter. Ja. Also, schöne Kerzen von... Schöne Kerzen, geile Düfte. Von Extra Goods. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Infobox. Und hiermit verabschieden wir uns. Eure Becky und der Michi. Und du guckst schon wieder. Was willst du denn noch sagen? Ja, von wegen schöne Kerzen, auch zu einem angemessenen, also zu einem Preis, der die normalen Teelichter ein bisschen ein bisschen teurer ist, ja. Aber für die Zeiten, wenn es mal wieder ein bisschen schöner ist oder jetzt vielleicht auch mal für die jetzige Zeit, wenn man es sich zu Hause, wo man ja sowieso zu Hause sein soll, ein bisschen gemütlicher machen möchte. Hm. Irgendwie sowas. Ein bisschen, meine Güte, immer abbrechen. Ja. Oh. Kennst du ja vom Nebenraum. So. Ja, ja, okay. Leute, die Kerzen haben uns gefallen und riechen saugeil. Und was ihr jetzt daraus macht, liegt an euch. Ist euch überlassen. Genau. Ich sag nochmal, wir verdienen hier dran überhaupt gar nichts. Wir haben die nur geschenkt bekommen, gestellt bekommen. Ja, geschenkt bekommen. Aber wenn man das jetzt als Werbevideo deklarieren möchte, könnte man das durchaus machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir stehen dahinter. Hinter dem hier sogar ein bisschen mehr. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt zu Hause. Bleibt gesund. Und bleibt geil. Jo. Euer Michi. Und die Becky. Ciao. Bye, bye.